Hallo, hier ist wieder der SM Pro X und willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich nicht Battlefront spielen, sondern Fortnite. Eine Art Ego-Shooter, aber es hat auch ein paar andere Elemente. Ich meine, man kann auf der Map auch irgendwas bauen oder so. Das ist größtenteils aber ein Ego-Shooter. Also ich spiele Battle Royale-Modus und das ist so ein Arena-Modus, wo man auf einer Map ist und der überlebt, der hat gewonnen. Also wenn du einmal tot bist, bist du immer tot. So habe ich das jedenfalls verstanden, ich weiß noch nicht genau. Ich habe erst eine Runde kurz gespielt, nämlich einzuspielen, und selbst die habe ich noch nicht so verstanden. Na gut, ich habe wie gesagt noch kaum Ausrüstung hier bei Outfit. Was kann ich denn machen? Nichts, ist es ja nichts. Ich habe auch kein Gold, wie ihr da oben seht. Oder nicht Gold, sondern diese silbernen und blauen Münzen da. So Spielmodus. Oh, und hier kann ich mich. Wo bin ich denn gerade? Ah, hier kann ich ändern nicht aussehen. Ne? Na egal, ich habe jetzt. Okay, ich fange jetzt einfach mal an zu spielen. Ich kann auch mein Aussehen noch nicht anpassen und alles. Das habe ich auf jeden Fall verstanden. Naja, das Spiel habe ich auch noch nicht so lange. Wie gesagt, ich habe es eine Runde gespielt. Es wurde mir aber empfohlen und deswegen habe ich es mir kurz dann runtergeladen und es scheint auch relativ interessant zu sein. Und wie gesagt, ich habe es noch gar nicht richtig gespielt. Es gibt auch einen Story-Modus, meine ich, aber den habe ich mir noch gar nicht geholt. Ich meine, der kostet Geld. Ich weiß aber nicht genau. Auf jeden Fall ist dieser PvP-Modus komplett kostenlos. Also es ist, meine ich, so, Mann. Okay, ich kann jetzt mal rumlaufen. Und mit R2 kann ich hier jetzt so schlagen. Mit diesem Erntewerkzeug. Und mit ZL könnte ich eigentlich angehen. So, jetzt bin ich in diesem Bus, genau. Man wird nämlich von diesem Bus mit so Fallschirmen auf diese Insel runtergesetzt und da muss man dann kämpfen und da ist dann so ein Sturm und der wird immer, und man muss immer ein Auge vom Sturm bleiben und der wird halt immer kleiner. Das ist halt. Und wie gesagt, wenn man einmal stirbt, ist man immer tot. So, mit X muss ich den Hängegleiter gleich einsetzen, damit ich nicht so schnell auf den Boden fall. Und letztes Mal habe ich ihn direkt oben eingesetzt, aber das mache ich diesmal nicht, weil das immer eine Ewigkeit dauert. In der ersten Runde, wie gesagt, da habe ich ihn direkt oben gezündet und musste eine Stunde warten, bis ich mal da war. Oh je, da ist jemand. Ich sollte jetzt nicht so nah an die Feinde dran, weil das wäre ziemlich unpraktisch. Okay, ein paar Leute haben sich schon verabschiedet, wie das steht. Und da beschießt sich schon ein paar Leute. Warte, weißt du, wenn ich X drücke? Nix. Na, er stand eben falsch in Springen mit X. Ich glaube, ich bin doch schon am Fallschirm. Ja, es sind eher so ein Gleiter. So, ich lande jetzt mal und guck, was ich hier so machen kann. Ich kann hier halt schlagen. Und mit X kann ich springen. Mit ZL würde ich eigentlich zielen, aber mit diesem Erntewerkzeug hier kann man nicht wirklich zielen. So, erstmal musst du eine Waffe suchen. Und wer jetzt halt seltene Waffen, normale Waffen, ungewöhnliche Waffen und noch mehr Arten von Waffen. Und hier ist jetzt wieder das Auge des Sturms irgendwie. Das wird irgendwie kleiner oder so. Heißt wohl, die Map wird verkleinert. Bis jetzt sehe ich hier noch keine Gegner, aber das ist auch ganz gut so. Weil wie gesagt, einmal tot, immer tot. Das ist dieses Spiel. So, irgendwer hat in meiner Nähe geschossen. Ich sollte aufpassen, was ich mache. So, was kannst du denn mit Kreis machen? Da kann man irgendwas mit bauen.
So, hier sollte ich mich jetzt nicht zu lange aufhalten auf dem Dach. Ich kann mich natürlich perfekt wegsnipen. Oh, ich sehe gerade, mein Controller ist so gut wie leer. Ich muss ihn mal anschließen. So, einen Moment. So. Oh, Scheiße. Oha, da habe ich einen gekriegt. So, hier ist ein bisschen, hier sind ein paar Ressourcen. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt echt Glück gehabt. Ich war total unvorbereitet, aber und mit. So, jetzt kann ich halt wechseln. Was macht er denn jetzt mit der Wolle? Hä? Was hat er jetzt gemacht? Was habe ich denn jetzt gemacht? So, mit Kreis. Steht hier wohl, Gebäude kann nicht verarbeitet werden, hä? Okay, mit Kreis kannst du doch irgendwas bauen oder sowas. Oder was in die Richtung? So, wenn man L3 drückt und den Controller nach vorne macht, kann man wie in anderen Shootern sprinten. Oder? Oh, und ich laufe lieber nicht so rum, ne? Obwohl, da hinten soll eine Stadt sein. Ich gehe mal in die Stadt. Weil da bin ich besser mit diesem Ding hier. Weil die anderen haben wahrscheinlich schon alle Waffen eingesammelt. Und da bin ich ziemlich hilflos mit dieser Hacke hier. Also am Anfang beginnst du meistens immer mit der Hacke. Und du musst halt die Waffen, die richtigen, aufsammeln. Und ich habe schon die Hälfte meiner Leben verloren, sehe ich gerade. Mich würde jetzt ja mal interessieren, wie man regenerieren kann oder sowas. So, ich höre schon wieder Schüsse. Na, guck mal an. Hier haben wir mal eine vernünftige Pistole. Hiermit kann ich. Oh, ich sollte nicht alles verballern. Jetzt habe ich schon nur noch 5 Schüsse. Hiermit kann ich schießen. Oh, Scheiße, hier ist irgendwo wer. Ah. Das geht jetzt aber echt schnell. Ah, okay, jetzt kann ich zurück zur Lobby gehen mit Kreis. Okay, da war ich jetzt ziemlich schnell down. Wie gesagt. Hä? Habe ich immer einen zufälligen Skin? Na egal. Hä? Ich check mich eben, weil ich diese Frau jetzt bin ich der. Vielleicht ändert sich das zufällig. Ich kann hier mein Banner bearbeiten, wie ich sehe. Aha, interessant. Ja, lol. Ich nehme jetzt erstmal. Was nehme ich mit dem? Dieses Raketensymbol hier und die Farbe. Na, das Schwarz sieht aber nicht gut aus hier. Doch, wir nehmen mal Schwarz. Aber ich glaube, wir nehmen doch kein Raketensymbol. Weil ich nehme mal lieber das hier. Und nehme erstmal so eine Art Eisskin. So. Outfits. Habe ich überhaupt noch keins? Entschuldigt euch ja. So. Match-Abschlüsse. Abschlüsse. 1 von 5. Okay, das sind tägliche Herausforderungen.
Interessant. Wie gesagt, das ist halt so ein. Nur, dass wenn du tot bist, bist du tot. So, ich mache jetzt einfach ein neues. Was? Spieler im. Ah, ich bin schon da. Es stand eben Spieler im Warteschlange 429. Ich dachte, es ist dort lang und länger, aber. Egal. Ist ja lol, wenn es schnell geht. Okay, jetzt habe ich den Skin gewechselt irgendwie und ich habe halt ein anderes Symbol. So, da steht ja schon mal, stehen da so Infos. Einsteigen und loslegen. Suche dir einen Platz zum Landen und plündere Ausrüstung. Ah, es ging schon weg. So, was soll man jetzt machen? Einfach rumlaufen und warten, bis der Bus da ist, oder? Der Schlachtenbus startet. In den Positionen 1 und so, jetzt dürfte der Bus anfangen. Und ich werde gleich rausspringen und mich in die Schlacht stürzen. So, warte, ich wollte jetzt direkt hier raus, am besten hier. Oh, man fällt aber echt schnell. Und so. Oha, da unten ist schon wieder einer. Den sollte ich meiden. Aber ich sollte in der Stadt landen. Oder auch nicht, weil da sind viele Leute. Ne, lass mich da in der Stadt. Oder lass mal gucken. Ich werde doch zur Stadt gehen, weil da finden sich meistens Waffen. Hier auf dem Gelände finde ich meistens nichts. Okay, da oben hackt schon wer mit der Sense rum. Oh Scheiße, da oben steht wer auf dem Dach. Davon knüppelt wer auf dem Dach oben. Ich gehe mal unten durch, wo mich niemand sieht. Mal gucken, ob sieht die mich. Was war das denn? Na. Ah. Na gut. Mit der Hacke. Ich habe doch mit der Hacke eigentlich getroffen. Ist die Hacke einfach total uneffektiv? Ich dachte jetzt, dass die auf dem Nahkampf vielleicht two-hitted oder so, mindestens. Aber nein. Anscheinend nicht. Ich verstehe so langsam, wie es funktioniert. Wobei das mit dem Bauen verstehe ich auch nicht. Mit dem Kreiskampf. Den werde ich mal ein bisschen erkunden. So, jetzt bin ich wieder die Frau. Eben war ich dieser Mensch da. Der Mann meine ich. Bleib im Auge des Sturms. Tödliche Wolken kommen. Aha. Genau, es gibt halt nur einen Sieger. So, wir warten jetzt auf weitere Spieler. Aber ich probiere jetzt mal den Kreis aus. Gebäude kann nicht bearbeitet werden. Ja, was heißt denn das? Ich check das nicht. So. Steht immer, Gebäude kann nicht bearbeitet werden. So, ich werde jetzt nicht direkt
Ich werde auf den Berg kommen. Ich gehe auf den Berg. So, wenn ich jetzt X drücke, dann mache ich was? Oh, ah, ich weiß. Ach, wenn ich nochmal X drücke, dann... So. Ich bin jetzt auf diesem kleinen schönen Häuschen hier. So, was kann ich denn jetzt hier machen? Ja, Gebäude kann nicht bearbeitet werden. Ich will aber nichts bearbeiten. Ich möchte nur... Hä? Ich check das nicht. Boah, da ist wieder so... Na, der hat eine Waffe eingesammelt. Also bis jetzt sterbe ich ja immer ziemlich schnell, so wie ich das hier sehe. Ja, ich sehe einfach immer anders aus, aber... Das ist ein Spielmodus. Solo. So, ich... Ich mach mal Duo. Ich habe gar nicht bemerkt, dass man den Spielmodus wechseln kann. Also zumindest nicht so. Und dann haben wir noch Einheit. Jetzt Duo spielen wahrscheinlich als Partner. Und Einheit sind dann wahrscheinlich immer so kleine Grüppchen von 8 Leuten. Oder so, schätze ich mal. Ich werde das nächste Mal, wenn ich mit der Hacke angreife, mal gucken, wie viel Schaden die Hacke macht, damit ich mir das merke. Und weil solche taktischen Informationen können auch immer ziemlich nützlich sein. Spieler haben sich in einem Gebäude verschanzt. Reiß es ein. Ja. Man kann die Gebäude schrotten. Aha. Aber was ist mit dem Bauen auf sich hat, weiß ich immer nicht. So, ach so, wir stehen jetzt zu zweit. Wo ist denn mein Partner? Ah, der wird jetzt auf der Karte angestellt. Hm, wo lande ich denn diesmal? Nicht das. Ey, kannst du auf die Insel? Kann man auf die Insel? Das wäre lol. Ey, ich guck mal, ob man auf die Insel kommen kann. Ob das geht. Würde ich mal gerne wissen. Noch bin ich auf der Insel gewohnt. Aber kann man da drauf? Ich glaube nicht, oder? Na gut, ich teste es aus. Ich schaff's auf jeden Fall. Aber ob man da wirklich drauf bleiben kann oder ob das schon. Oder ist das. Bin ich dann noch. Oder fliege ich dann in den Sturm rein? Ich weiß nicht. So, ich bin auf jeden Fall schon ziemlich hoch. Immer noch. Warte, ich fall noch ein Stück hier. Oh doch, es bringt nämlich auch was immer mit dem Hängegleiter. Einmal so fallen und dann den Hängegleiter. Dadurch geht man nämlich immer ein paar Meter nach vorne. Also ich kann hier auf jeden Fall drauf. Oh, komme ich hier nicht weiter? Der fliegt nicht nach vorne. Kann ich hier nicht drauf? Oh, scheiße. Ja, der will nicht weiter nach vorne. Oh, das ist jetzt echt scheiße. Scheiße, ich muss zurück. Okay, auf die Insel kann man definitiv nicht. Zum Glück, dass ich jetzt mehr noch bemerkt habe. Ich hau ab. Ich schaffe es zum Glück noch easy, ins Festland zurückzukommen, aber... Die Insel kann man nicht, weil ich kam nicht mehr vorwärts, war es einfach. Ich konnte mich nicht mehr vorwärts bewegen, war es halt. Ich bin die ganze Zeit gegen eine unsichtbare Wand geflogen. Ich werde mal auf dem Dach landen. Ich
Ich höre schon wieder Schüsse. Ist mein Partner noch am Leben? Ach, der ist wieder da oben drauf. Hier haben wir einen Schildtrank. So, wo ist der denn wieder? Ist mein Partner noch da? Ja, sicher. So, kann man hier oben vielleicht was hinstellen von diesem Bau? Was soll denn das heißen? Gebäude können. Das checke ich immer noch nicht, was das jetzt heißen soll. Weil ich will ja nichts bearbeiten, ich will mit dem Ding was bauen. Also, das soll man machen können im Spiel. Überraschungsangriff. Jo. Scheiße. Komm schon. Ja, ich hab ihn. Alter, das war knapp. Wie kann ich mich irgendwie heilen? Weil ich bin jetzt schon wieder fast down. Oder muss man die Heiltränke vielleicht einsammeln? Hau ab da! Was willst denn du? Ciao. Okay, das war wieder total knapp, ne? Okay, die Dinger machen total wenig Schaden. Du brauchst schon mal mindestens 5 Schläge, um jemanden zu erledigen. Sogar viel mehr, würde ich sagen. So, ich werde jetzt mal zu meinem Partner gehen. Ah, der ist hinter dem Berg. Wem habe ich den Rest gegeben? Als ob der mir das jetzt anzeigt. So, es sind noch 59 Leute auf der Map und einen habe ich gekillt. Ja, ziemlich viel, ne? ich frage mich aber auch, woher erkenne ich denn, wo denn jetzt genau der Sturm ist? Weil ich weiß jetzt nicht, wo das Auge des Sturms genau ist. Ich muss im Auge des Sturms bleiben, das steht fest. Aber wo ich dafür genau stehen muss und wo der Rand des Auges ist, weiß ich jetzt nicht genau. Boah, wie groß ist die Map denn, ey? Ich glaube jetzt ja schon eine Minute oder so. Okay, es sind nur noch 54 Leute im Spiel. Mein Partner aber immer noch. Kann man denn überhaupt nicht heilen? Ich glaube, ich hätte nicht direkt mit der Hacke angreifen sollen. Ich hätte mich lieber eine Waffe holen müssen und ein bisschen warten müssen. Aber der war direkt unter mir. Da muss ich doch den Überraschungseffekt nutzen. Da unten sind auch immer Todesmeldungen. Man heilt tatsächlich gar nicht. Und ich habe ja. Aber warte. Okay, mein Partner ist tot. Oh, da hinten läuft wer. Da muss ich aufpassen. Ich habe ja noch so einen Schildtrank. Wahrscheinlich macht er ein Schild um mich rum. Oder sowas. So, ich gehe mal da hinten hin, da werde ich wahrscheinlich Waffen finden. Hoffe ich doch. Mein Partner ist nämlich down. 44 Leute noch auf der Map. So, kann ich jetzt vielleicht was bauen mit diesem Baugerät? Nein, ich kann einfach nirgendwo was hinbauen. Warte mal, kann man. Oh, das kann man einreißen. Brücke, lol. Du kannst die Map tatsächlich auch verändern. Oh Scheiße, da sind welche. Kannst du dich vielleicht ducken oder so? Naja, mit. Ducken kannst du dich nicht. Okay, es sind noch 43 Spieler. Oh Scheiße, da hinten stehen direkt 2. Den sollte ich mich nicht so preisgeben. Oh, die haben mich nicht. Ich dachte erst, die haben mich. Aber wie benutze ich denn das jetzt? Was war das?
Ah, mit einer Sniper schießt der. Okay, ich habe jetzt ein paar Sachen vom Spiel habe ich verstanden, aber ich habe immer noch keinen vernünftigen Überblick über dieses Spiel. Nun denn, das Video ist jetzt auch schon relativ lang. Deswegen werde ich jetzt nicht mehr den Spielmodus Einheit vorstellen. Das mache ich dann das nächste Mal. In diesem Video habe ich jetzt Solo-Spielmodus und Duo-Spielmodus vorgestellt, wobei Duo jetzt noch nicht so richtig zustande gekommen ist, weil mein Partner tot war, bevor ich ihn erreicht habe. Aber egal. Nun denn, ich gucke nochmal bei meinen Gegenständen. Ich habe überhaupt kein Gold, keine Münzen verdient. Und hier kann man jetzt auch noch verbesserte Ernte-Werkzeuge holen oder getarnte Hängegleiter. Aber wo bekomme ich denn das Gold? Ja, muss ich tatsächlich Erster werden in der Runde, um Gold zu bekommen? Ich weiß es nicht. So, das war's für heute. Und bis zum nächsten Mal. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, weil euch mein Kanal generell gefällt. Abonnieren und bitte auch weiterempfehlen. Ich freue mich, wenn ich ein paar mehr Abonnenten bekomme. Also wirklich, wenn euch das Video gefallen hat, auch liken, abonnieren am besten auch. Und weiterempfehlen. Das war's für heute. Ciao.